Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Meska auf YouTube, wenn es um Musik geht und Dana gerade rausrennt mit dem Mops und mich hier alleine arbeiten lässt. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist wieder mal soweit. Ich bereite hier was sehr Schönes für euch vor. Ihr wisst, es gibt momentan eine Verlosung und ähnliches. Und da fliegt dann immer wieder eine Zahl durchs Bild, die ihr euch unbedingt merken müsst, weil ihr sonst bei dem Gewinnspiel nicht alle Zahlen zusammen habt. Ist unten verlinkt, falls ihr nicht wisst, worum es geht. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. So, ich habe mir ja was Schönes rausgesucht, noch von den ganzen Releases von letzten Freitag. Und zwar hier von Karate Andy, ja, weil die letzten Nummern, die waren einfach mega krass produziert, also wirklich muss man einfach sagen, richtig krasse Sachen. Hier jetzt Titel, Du weißt, produziert von Alexis Troy, wieder einmal. Ich rechne mit dem größten und stärksten und fantastischsten. So, ich leg mal los. Yeah. So, das Mikro war gerade ein bisschen leiser, aber gut, ich hab's wieder eingestellt. Yeah, Shoutout zu Mario Basler, Lothar Matthäus. Ihr wisst, wer ihr seid. This is the world that you know. Human Traffic Gang bedeutet keine Kompromisse. Heißt, wir drehen auch keine Videos mit Designer-Sonnenbrille. Ich komm mit Türken-Street im Transporter. Wie ein durchtrainierter Kampfsportler. Scheißegal, was mit Pegida passiert. Meine Crew hat euer Abendland schon islamisiert. Mashallah. Weil ich jeden Tag mein Koks-Dealer anrufe, verliere ich mehr Geld im Taxi als Max Kruse. Wenn wieder mal keinem dein Freestyle gefällt, suchst du bei allen anderen den Grund, aber nie bei dir selbst. Du Narr, du bist einsam, ey, dann kauf dir halt einen Schäferhund oder such dir eine Frau ohne eine Aufenthaltsgenehmigung. Neue Prada-Tasche aus dem Shop, du weißt. Deutschland fahren, fackeln hier im Block, du weißt. Reuterstraße bleibt in meinem Kopf, du weißt. 90k und ich mach meinen Job, du weißt. Neue Prada-Tasche aus dem Shop, du weißt. Deutschland fahren, fackeln hier im Block, du weißt. Reuterstraße bleibt in meinem Kopf, du weißt. 90k und ich mach meinen Job. Du lebst mit der Familie in einem Einmannzelt. Doch wen interessiert's, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Wen? Du willst auch nur ein Stück vom Kuchen, aber Universal hat dich nie zurückgerufen. Scheiße Soundcloud, ich spiele bei Frauentausch mit. Gib deiner Traumfrau im Laufhaus ein Roundhouse-Kick. Bahnhof Miliz, Dicker, komm in unseren Kiez. Dass wir pro Gewalt sind, macht uns kontraproduktiv. Ole, ich lauf ein Prada-Hemd rum durch den sozialen Brennpunkt und leg mich vor die Arge in embryonaler Stelle. Neue Prada-Tasche aus dem Geiler Shop. Break im Beat. Deutschland fahren, fackeln hier im Block. Neue Prada-Tasche aus dem Shop, du weißt. Deutschland fahren, fackeln hier im Block, du weißt. Reuterstraße bleibt in meinem Kopf, du weißt. 90k und ich mach meinen Job, du weißt. Neue Prada-Tasche aus dem Shop, du weißt. Deutschland fahren, fackeln hier im Block, du weißt. Reuterstraße bleibt in meinem Kopf, du weißt. 90k und ich mach meinen Job, du weißt. Ja, wieder einmal Beatgeflexe hier am Ende von Alexis. Das ist immer sehr geil für uns, weil wir es dann super geil auseinandernehmen und analysieren können. Wobei man sagen muss, der Beat ist recht simpel aufgebaut hier, stilgerecht oder genre-typisch. Das Ganze, was hier, das Sample hier, das harmonische Sample, das macht vor allen Dingen hier aus. Sehr cool im Sounddesign, läuft richtig schön durch, finde ich. Das muss man schon sagen. Aber das Besondere, also wirklich der Klang selber von dem Instrument, ich weiß nicht, ob jetzt auf nur diesem Sample da noch tontechnisch was gemacht wurde, das so ein bisschen, so ein bisschen rauscht, so ein bisschen was Kratziges hat, also so ein bisschen analog klingt. Kann aber auch sein, dass es auf irgendeiner anderen Spur drauf war oder auf dem ganzen Masterbus, aber... Nee, ich glaube, es ist tatsächlich nur auf dem Sample drauf. Oder auf dem Instrument.
Ja, ansonsten die Drums sehr, sehr geil, komplett jedes einzelne Sample gefällt mir da sehr, sehr gut. Auch die sehr, sehr kurze, aber knackige, exquisit knackige Clap, die hier richtig schön kurz mal reinknackt jedes Mal, gibt dem Ganzen so einen richtig schönen Vibe hier rein. Ja, und dann diese Open Hi-Hat, bei dem letzten Song von Rin gesagt, die hatte auch Alexis Troy produziert, dass viele gar nicht mehr Open Hi-Hats benutzen oder irgendwie komisch oder selten, aber hier auch wieder mal eine Open Hi-Hat drin, die auch sehr cool da rhythmisch hier dann eben noch was macht. Ja, also manchmal kommt die so total unerwartet vorgezogen, ist aber einfach clever, weil das genau dieses Unerwartete bringt einem nämlich so ein bisschen was Frisches in die Produktion rein, ohne dass es einen zu sehr rausholt, weil es nur die Open Hi-Hat ist und die ja relativ wenig Raum, Platz und Zeit bekommt. Ja, und die spielt nicht immer random oder vorgezogen, sondern die kommt auch manchmal rein und dann sind da noch so andere Percussion-Hits. Diese, ja, es klingt ein bisschen wie eine Hi-Hat. Ja, aber die Hi-Hat auch sehr, sehr geil. Die ist ziemlich warm, die ist nicht zu spitz auch, finde ich sehr cool. Und jetzt, genau, und dann so eine, noch so eine Snare, eine andere Snare, die so, oder eine Snare, die auch so ein bisschen, die irgendwie Triolen reinspielt, aber die klingen so vorgezogen irgendwie. Auch das ist nur drei. Oder? Ja. Ne, also ihr merkt, da sind viele, viele kleine so Spielereien hier genau. Was heißt Spielereien? Also, ich sag mal, Groove, Bounce und Präzisionsarbeit hier komplett in der Rhythmussektion, eben gerade bei den Drums und bei der Percussion, weil wenn das eben ein Beat ist aus diesem Genre, kann man gerade da am meisten rausholen, wenn man da eben in der Rhythmussektion, also Drums, Percussion und Bass, richtig coole Sachen einarbeitet. So, das ist wieder mal hier Meisterarbeit. Ja, und Karate an die einige sehr, sehr lustige, sehr, sehr geile Lines, muss man hier sagen. Wir hatten ja schon mal das Thema hier mit den ganzen Drogen und so weiter. Das ist hier nicht ganz so hart ausgefahren. Ich würde gerne wissen, ob er wirklich privat so drauf ist. Aber das braucht man sich ja bei Rappern nicht fragen. Sehr cool. Es passt. Witzigerweise ist es halt eher auf solche Beats. Wirkt mega, mega geil. Habe ich jetzt schon bei allen letzten Songs gesagt. Ich muss sagen, der einfach vom Gesamtpaket ist jetzt nicht der, der mich am meisten mitreißt, weil er mehr so, der läuft so eher einfach durch. Die Hook ist zwar eigentlich schon eingängig. Du weißt, neue Prada-Tasche aus dem Shop. Du weißt, Deutschland. Das ist natürlich etwas, was man auch super geil im Club mitgrölen kann und so, richtig, richtig cool. Aber bei den anderen waren die Beats, die hatten einfach, ich glaube, die Beats hatten vor allen Dingen einfach nochmal so richtig was Brutales. Und irgendwie war das auch von seinem Rap drauf, war irgendwie nochmal ganz anders. So. Also ich hatte das hat mich teilweise richtig weggeballert. Aber der ist trotzdem sehr, sehr stark, muss man sagen. Und hier produktionstechnisch wieder sehr, sehr viele schöne Details. Daumen geht nach oben, so oder so, ist ja klar. Das Ganze, wie gesagt, produziert von Alexis Troy. Mix und Master von King Size, Alter, richtig geil. Grüße gehen raus. Alles super juti geworden, meiner Meinung nach. So, das war's eigentlich auch schon. Ich würde sagen, es ist Thumbnail Time. Puh. Danke. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne, gerne ein Abo und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne mal unten vorbei. Da sind einige coole Links, wo ich zum Beispiel Sachen gesammelt habe für Amazon, also bei Amazon. Und zwar unter amazon.de/shop/Rahim. Seht ihr meinen eigenen Shop, wo ich alles zusammengesammelt habe, wie zum Beispiel auch diese fantastischen Studio-Kopfhörer, die absolute Referenz sind seit Jahrzehnten in allen Studios. Wirklich, es gibt auch noch ein, zwei andere, aber hier finde ich Preis-Leistung ist einfach unschlagbar. Und nicht so Preis-Leistung von wegen, ja, dafür, dass er so günstig ist, ist er echt gut. Nee, dafür, dass er so gut ist,
kostet denn nur so viel? Weil solche Kopfhörer, die so viel leisten, kosten gerne auch einfach mal das Doppelte, Dreifache und ja, gibt auch Vierfache. Hatte ich auch schon welche da, aber direkt wieder zurückgeschickt. Naja, gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und vergesst nicht das Gewinnspiel bzw. die Verlosung, die läuft jetzt den ganzen Dezember bis Heiligabend, sagen wir es mal so. Bis zum 24. hat was mit Zahlen zu tun. Unten ist der Link. Schaut gerne vorbei und tschüss.